Hier sehen Sie unsere Software Open Control. Mit Open Control können wir unsere gesamte Produktreihe vom kleinsten Ladenbackofen bis zum großen Produktionsofen steuern. Nun schauen wir uns einen Ofen an, wie man hier Rezepte zum Ofen sendet oder vom Ofen holt. Wir haben hier eine Rezeptliste. Die Rezepte haben wir hier im Vorfeld programmiert. Wir haben die Schritte eingegeben, die Zeiten, die Temperaturen, die Wassermengen, die Art, wie das Wasser einfließt, die Schwadenklappe und den Umwälzer. Nun wollen wir dieses Rezept auf unseren Ladenofen übertragen. Dazu haben wir ein separates Menü. Hier können wir sagen, in welchem Bereich wir die Rezepte übertragen wollen, oder wir können auch nur das einzelne bearbeitete Rezept übertragen. Beispielhaft werden wir hier jetzt mal die Rezepte von 1 bis 5 übertragen. Hierzu ändere ich den Bereich 1 bis 5, bestätige das Ganze und hier sehen wir, dass nun die Rezepte 1 bis 5 übertragen worden sind und die Übertragung auch in Ordnung war. Mit Open Control können wir die Rezepte pflegen und steuern. Wir können sie in der Software programmieren, verändern und dann auf den Ofen zurückspielen oder vom Ofen holen. Hier sieht man ein Rezept Snacks. Wir werden jetzt hier noch einen Backschritt hinzufügen. Wir programmieren die Zeit, die Temperatur. Wir geben noch eine Schwadenmenge ein. Nun haben wir das Rezept verändert und wollen dieses Rezept auf unseren Ofen spielen. Hierzu machen wir eine Verbindung auf. Nun können wir einen ganzen Bereich Rezepte übertragen oder nur ein einzelnes Rezept. Wir werden jetzt mal die Rezepte von 1 bis 5. Übertragen. Hier sieht man, die Rezepte werden gesendet und sind auch fehlerfrei übertragen worden. Nun können wir auch Rezepte, die auf dem Ofen programmiert sind, herausholen. Es ist die gleiche Art und Weise, Vorgehensweise. Wir können wieder einen Bereich festlegen, von wo bis wo wir die Rezepte auslesen wollen. Wir werden jetzt die Rezepte 5 bis 10 auslesen. Hier kann man erkennen, der Rezeptschritt 5 liegt das Rezept Croissant TK. Die Rezept 6, 7, 8 und 10 sind keine auf dem Gerät vorhanden. Nur das Rezept 9 ist noch übertragbar. An der Stelle können wir auch schauen, wie sich denn der Ofen gerade verhält. Wir können uns den Screen herholen und sehen hier genau die Temperaturen und Einstellwerte des angewählten Ofens. Es besteht die Möglichkeit, in den Öfen die Produktionsdaten mitzuschreiben. Diese Produktionsdaten können wir auslesen und können somit feststellen, welche Rezepte an welchem Tag und zu welchem Zeitpunkt gebacken worden sind. Zusätzlich wird zu jedem gebackenen Rezept die Soll- und Istwerte mit abgespeichert. Diese kann man dann auch als Grafik sich anzeigen lassen und somit vergleichen, ist das Rezept genau gleich abgebacken worden wie beim letzten Mal. Mit Open Control kann man sich auch die aktuellen Daten aufzeichnen und anschauen. Hier sieht man genau, wie der Ofen momentan steht. Wir sehen die Rezeptnummer, die Backschrittnummer, die Restzeit und die Temperaturen. Hier wird alle paar Sekunden immer die Daten aktualisiert, sogar dass ich genau mitverfolgen kann, was denn gerade im Ofen passiert.